zu mir! Die entkommt uns nicht! Alles klar. Ich greife jetzt an! Glaubt ihr etwa? Schließ dich uns an. Ich bring dir was bei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es läuft. So, dann wollen wir mal die Bude hier ausräuchern. Das haben wir uns jetzt verdient. Ist hier keine... Das haben wir schon abgeschlossen. Okay. Na, 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 na. Well. Er will nicht mitnehmen, oder sie will nicht mitnehmen. Ach, das ist doch schon wieder zum Kotzen. Kann man nicht mitnehmen. Alles klar. So, würde ich sagen, sind wir hier durch, wa? Nee, hier unten ist noch eine Aufgabe. Warte mal, haben wir jetzt eigentlich alle? Da war doch vorhin noch einer im Wasser. Mädchen, spring jetzt hier runter! Junge, nee. Wo kommt denn der jetzt her? War das der gewesen hier? Nee. Doch, das war der. Hä, ich dachte, der wäre umgefallen. Oder nicht denken, wissen. Naja. Naja. Einfach mal die Ruhe genießen. Alles klar.
komme, wird mich wählen. Wir sehen uns dann bei der Auswahlzeremonie, meine Damen. Vor allem hoffe ich, dass du kommst. Lass mich raten. Er ist reich. Das ist Aetios, der Spross der einflussreichsten Familie auf Chaos. Und morgen ist die Zeremonie zur Wahl seiner Gemahlin. Ich brauche Eros Segen, damit er mich wählt. Du willst sein Vermögen heiraten? Nein, meine Liebe gilt Aetios, nicht seinem Reichtum. Selbst wenn deine Liebe für ihn echt ist, haben die Drachmen sie verstärkt. Nein, ich liebe ihn wirklich. Bete lieber wie alle anderen auch. Nein, ich muss ihm auffallen. Wenn ich dasselbe mache wie alle anderen, werden mich weder Eros noch Aetios erwählen. Ich muss etwas tun. Egal was. Irgendwas? Ja, egal was. Eros? Bitte. Seine Ohren sind taub vom Geplapper dieser Frauen. Lass mich helfen. Ich bin eine Hexe der Hekate, der Göttin der Zauberei und Magie. Ich habe das Richtige für dich. Einen Liebestrank. Lächerlich. Liebestränke sind ein Mythos. Ich kaufe ihn dir ab. Bitte, verkauf ihn mir und lass es die anderen nicht hören. Ich brauche dein Geld nicht. Ich verkünde Hekates Werk kostenlos. Aber ein Liebestrank wird für den Kunden maßgeschneidert. Ich muss ihn erst brauen. Nur für dich. Und sobald der letzte Tropfen deine süße Kehle benetzt hat, strahlst du eine pure, unwiderstehliche Schönheit aus. Aetios wird sich sofort in dich verlieben. Zuerst brauchen wir zwei Dinge. Ein Fass vom besten Wein und ein paar wilde Pilze. Wo kann ich das auf die Schnelle finden? Ich bin sicher, die Söldnerin wird es dir gerne besorgen. Bitte, Söldnerin. Bitte, du musst mir helfen. Im Namen der Liebe und für einen Haufen Geld. Ich gebe dir alles, was ich habe. Wenn Aetios mich wählt, werde ich dir sogar noch mehr geben. Oh. Ich bin ja sicher, dass die Söldnerin es dir ordentlich besorgen wird. Schön. Ich besorge die Zutaten für deinen Liebestrank. Der beste Wein ist ziemlich vage. Wo finde ich ihn? Kürzlich ist ein Schiff mit teuren Weinen an Bord gesunken. Sieh dich im Wrack in der Piratenbucht um und du findest ein paar Fässer, wenn sie nicht schon von Piraten gestohlen wurden. Das Wrack liegt vor der Westküste der Insel. Da waren wir doch vorhin. Wo finde ich diese wilden Pilze? Nein, nein. Eine Lieferung ganz spezieller Pilze ist im Zolllagerhaus eingetroffen. Hol mir ein paar von denen. Das reicht. Ich werde alles besorgen. Exzellent. Triff uns beim Tempel auf dem Hügel, wenn du fertig bist. Alles klar. Hat sie jetzt verfolgt? Nee. Das ist doch schon wieder an. So, da hinten haben wir... Das ist das Lager. Die wilden Pilze müssen irgendwo da drin sein. Zollhaus Pilze. So haben wir für die noch die Drogen hier ab. Das Lager der Hafenbehörde. Suche ich mal nach diesen Pilzen. Ah. Schön, dass dort alles wieder da ist. Oder mal ist hier oben irgendwo.
Ah, guck mal. Das müssen sie sein. Obwohl sie nicht gerade essbar aussehen. Wer weiß, was das für eine Lumpe ist? Mit Hexen sollte man immer vorsichtig sein. Wir haben meistens Tüten im Sinn. So, dann machen wir mal zur Piratenbucht. Warte mal, ich gucke mal hier schnell an die Tafel. Sind die Tafel hier übergreifend? Oder ist das jetzt hier für die Insel noch irgendwelche? Ohne Dach, wenn die Athener nicht in der Lage sein, sich zu wehren. Ein Esel. Oh. Das ist das Wrack mit dem Wein. Ich hoffe, die Piraten waren noch nicht hier. Naja, doch. Waren sie. Aber liebe Cassandra, so weil, soweit du dich erinnern könntest, sind da keine Piraten mehr. Oh, ich dachte, kommt denn jetzt der andere? Das muss das Wrack sein, von dem sie gesprochen hat. Wein und wilde Pilze, das war alles. Ich sollte jetzt zu dem Mädchen und der Hexe am Tempel. Na dann mal los, oder? Da ist. Hier ist alles, was du wolltest. Oh, ich danke dir vielmals. Nun brauche ich noch ein persönliches Artefakt. Die letzte Zutat. Gut, jetzt ziehe ich es auch durch. Was brauchst du noch, Hexe? Nein, nein. Sie kann mir geben, was ich brauche. Was es auch ist, ich gebe dir, was du brauchst. Wir brauchen nur eine kleine Strähne deiner schönen Locken. Dein Teil ist erledigt, Söldnerin. Komm zur Auswahlzeremonie bei Aetios Haus, um die Früchte deiner Arbeit zu sehen. Es ist das mit dem schönen Meerblick. Du musst kommen. Sobald Aetios mich ausgewählt hat, werde ich dich für deine Dienste bezahlen. Ich hoffe, er hat die Taschen voll Geld. Seine Liebe war nicht billig. Komm, wir haben noch viel zu tun. Wir sehen uns bei der Zeremonie, Söldnerin. Beginnt morgen Nacht. Warte mal, wo ist denn jetzt? Wo muss ich denn jetzt hin? Kann gerade nicht sehen, wo das ist. Ich glaube, ich meditiere erstmal.
Was für ein Sprung, Alter. Die sieht bestimmt beschissen aus. Was? Söldnerin! Töte diese Schlange! Sie hat das gemacht! Sie hat mich kahl gemacht! Tut mir leid. Gib mir einen Moment. Ich muss mich um ein paar Bauern kümmern. Du sagtest eine Strähne ihrer Locken. Erklär mir das. Erklären? Es ist doch klar. Ein hübsches, leichtgläubiges, dummes Mädchen wird Opfer einer Konkurrentin. Sie hat mich getäuscht! Aetius hat sie gewählt! Er hat mich nicht mal richtig angesehen! Was wurde aus dem Liebestrank? Na, sie hat ihn getrunken. Und sieh nur, er hat prächtig funktioniert. Sie fügte eine Strähne meiner Locken hinzu und ließ es mich trinken. Zuerst hat es sich gar nicht komisch angefühlt. Aber später als... Und mein Haar, es ist einfach ausgefallen. Was ist das für ein Trick? Du wolltest ihr Haar für einen Zauber? Zauber? Wie dumm seid ihr denn? Wenn es doch nur so etwas Praktisches geben würde. Es ist einfach Alchemie. Mit etwas Grundwissen über giftige, einheimische Pflanzen ist alles möglich. Und die Pilze sind bekannt dafür, heftige Reaktionen auszulösen. Obwohl, ich habe noch nie erlebt, dass jemand kahl wird. Nur ein schlimmer Ausschlag meistens. Der Trank hat alle Erwartungen übertroffen. Warum hast du das gemacht? Aetios kann nur der meine sein. Ich bin es, den am meisten liebt. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Und ich habe immer schon auf ihn aufgepasst. Glaubst du, ich ließe mir meine große Liebe von einem blauäugigen Küken rauben, das nur sein Geld will? Aetios weiß nicht, was gut für ihn ist. Er hatte schon länger ein Auge auf Dida geworfen. Ihm gefiel einfach ihr Anblick. Den hab ich geändert. Mir wurde Geld versprochen. Gib es mir. Ich will mir das Drama hier auch nicht antun. Streng genommen hat das Mädchen um die Objekte gebeten, nicht ich. Sie hält uns beide zum Narren. Töte sie, Söldnerin! Die Hexe ist verrückt. Doch sie tat nur, was du auch tun wolltest. Nämlich, egal was, um bei dem zu sein, den sie liebt. Ich kann's ihr nicht verübeln. Wie kannst du das sagen, nachdem sie mir das angetan hat? Sieh ein, dass du verloren hast. Geh heim. Naja, bezahl mich. Dann geh heim. Siehst du? Die Söldnerin versteht es. Komm, Aetios, mein Liebster. Lassen wir die Bauern mit ihren Dramen allein. Wir müssen eine Hochzeit planen. Glücklichster Mann auf Erden. Oh, Aetios, wie oft ich davon geträumt habe. Nee, die konnte ich jetzt nicht töten. Warum? Weil eine Konkurrentin ausgeschalten hat? Na. So, ich wollte jetzt aber zu der Höhle noch mal hin. Da war nämlich noch ein Schatz. Kopfgeldjäger jagt dich. Warum? Deswegen. Sprich. Hab ich die Hexe gewinnen lassen? Ab? Na, hoffentlich nicht. Oder weil ich jetzt hier klaue. Können die ja nicht wissen, dass ich das bin. Halt mal hier noch was. Und ganz ehrlich, wenn so ein Blumenhändler oder so ein Händler hier so einen Haufen Zeugs mitten in der Nacht liegen lässt, dann muss er damit rechnen. Dass ich da herkomme und, ja. Cool, wie der Schatten hier. Geil.
Gläubige kann man leicht über den Tisch ziehen. Gut, wir sind soweit jetzt hier durch. Waldhütte war die Olle, ne? Die kleine Mädchen, lass mal da nochmal gucken gehen. Lässt mir ja keine Ruhe. Ich würde die am liebsten mit aufs Schiff nehmen. Warum habe ich hier nicht die Auswahlmöglichkeit, die mit aufs Schiff zu nehmen? Das ist doch doof, ist doch das. Danach geht er dann erstmal zurück aufs Schiff. Wir werden uns dann mal die nächsten Aufgaben widmen. Wir haben ja nur jetzt die Identität von dem Kultisten. Der ist ja da in dieser diesem Steinbruch oder was das ist? Marmorsteinbruch? War das ein Marmorsteinbruch? Ich glaube ja. Und ich glaube, den werde ich mal dann holen. Ich würde die gerne nehmen. Wie gesagt, ich würde sie gerne mal. Sie sind weg. Es hat geregnet. Und meine Freunde sind verschwunden. Oh nein. Kakonisti. Kakisonisti. Warum kann ich nicht mit der Inter. Sie sind weg. Es hat geregnet. Und meine Freunde sind verschwunden. Sie sind weg. Es hat geregnet. Und meine Freunde sind verschwunden. Ich guck mal, ob wir dann am Tagsüber. Das ist doch, ey Leute, das ist doch traurig, oder nicht? Warum lässt mir das Spiel das Kind nie mitnehmen? Sie sind weg. Es hat geregnet. Und meine Freunde sind verschwunden. Kann nie mit dir reden. Ach, das ist doch scheiße. Entwickler fickt euch. Hä? Ach nee, ich habe ja schon den richtigen Knopf gedrückt, ihr habt gerade, oder? Ach, ich kann meine Kopfgelder bezahlen. Nee. Ah. Gut. Wir machen uns auf den Weg wieder zu dem. Oder kämpfen wir eine Runde? Weiß ich jetzt nicht. Muss mal gleich gucken, wie ich Feuer anmachen kann. Bei der Pfeile. Das würde mich ja mal ziemlich interessieren, ne? Feuerpfeile sind da oben, alles klar. Bögen bereit! Wir waren noch mal. Haltet euch fest! Alles klar.
Sind die Athener unsere Feinde? Klar, ne? Welle voraus. Gigantisch hoch. Wurm. Alter. Hier ins Wasser! Irgendwelche Haie in der Nähe? Nee. Komme ich hier mal hin oder nicht? Also ich muss hier rum. Von wo kommen denn jetzt die Haie her? Da ruf. Sehr gut, wa? Hier ist schon wieder nichts. Was auftauchen? Schneller! Sehr gut. So. Oh. Krass. Gut. So, wo wollten wir jetzt hin? Wir wollten da hinten hin. Da wollten wir jetzt hin. Das heißt, ich mache erstmal eine Schnellreise hier hin und kraxel von dem Berg jetzt mal runter. Aber nur runterkraxeln. Das sieht aus wie ein... wie was Größeres. Das wird wahrscheinlich ja nicht so einfach jetzt. Wir werden sehen.
alles wird gut. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, ich werde angegriffen. Von wem? Ich kann mich an diesen Tempel... Waren wir hier nicht schon mal? Wir waren doch schon mal in dem Tempel hier. Da kann ich mich dran erinnern. Ja. Da wollte ich wiederkommen, wenn wir nicht gleich das Level haben. Naja, wir gucken mal. Ich brauche ja eigentlich bloß diesen komischen Typen umnieten. Ist auch noch ein Seltener irgendwo. Oh Gott. Ich glaube, das ist der, oder? Hier, 40 Meter. Ruhig. Ist nicht so schlimm. Totenköpfe. Jeder mag Totenköpfe. Okay, die Außenmauern sind soweit frei, was ich jetzt hier gesehen habe. Probiert einfach mal.
Verdammt, ich kann keinen Angriff machen. Würde aber gerne einen Angriff machen. Nein, wo willst du denn hin, Mensch? Ich hab schon wieder falsche Taste gedrückt. Ich wollte eigentlich... Warum bleibt sie denn da einfach stehen? Steh auf, Mensch. Steh auf. Steh auf. Mädchen, was stimmt mit dir nicht? Warum schleicht die denn noch? Es ist manchmal schwer hier nachzuvollziehen. Warum? Alter, fickt euch doch. Warum ist denn das so? Warum kann ich keinen Sprungangriff machen? Was stimmt denn mit dem im Spiel hier nicht? Bin ich im Versteck oder nicht? Das gibt es doch ja nicht. Ich kann hier keine Schleichangriffe mehr machen. Was ist denn mit dem Spiel nicht in Ordnung? Warum kann ich keine Schleichangriffe mehr machen? Alter, leck mich doch am Arsch. Ich kann's nicht, ich kann's nicht. Er gibt mir nicht die Chance, einen Schleichangriff zu machen. Mann, das macht doch keinen Spaß. Das ist doch Rotze, ist doch das. Nein, 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 ich hab schon wieder die falschen Tasten gedrückt hier. Ich drück schon wieder die falschen Tasten. Mädchen, spring, lauf, mach irgendwas. Junge, nee, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ach, das Spiel ist nicht für hektisch. Für hektische Sachen. Kann nicht. Ja, das war ja wieder. Schickt mir der Kosmos einen würdigen Gegner. Komm her. Alter! Schon wieder die falsche Taste. Junge, wenn ich hier nicht durcheinander kommen würde, ja. Wäre ich vielleicht ja nicht mal so. Jawoll, Alter! So ein Scheiß hier. Für das Leid meiner Familie.